Jo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bioshock 2 und Sinclair Deluxe und Skid Row. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir suchen immer noch eine Dissertante, beziehungsweise müssen uns erstmal den Weg zum Hotel frei machen. Und mit dieser Kamera ist das ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Ach, das war ein Big Daddy, Leute. Ich dachte, das war so ein... Oh, Leute, da wird er voll fertig gemacht. Ah, ich habe eh schon eine Little Sister. Warte mal, ich will aus der Kamera raus. Ach so, ich muss jetzt gar nichts machen. Lol. Ach so, da muss nicht mal ich kämpfen, sondern einfach nur irgendjemand gegen den. Ah, nice. Moment mal, der Big Daddy kämpft jetzt mit mir, weil solange ich ihn nicht angreife, kämpft, ist er nicht böse auf mich gestimmt. Cooked Mushrooms. Gekochte Pilze. Ja, nice. Also der ist jetzt quasi kein Gegner. Das ist cool, weil wir brauchen hier keine Little Sister. Wow, fickt euch. Ich kämpfe erstmal gegen den anderen. Achso, ich bin eh voll voll. Was ist das? Da ist nichts mehr. Aha. Wait, what? Alter, dieses Aim. Ich muss unbedingt mal wieder einen Shooter zocken. Sonst... Ah gut, das ist ja technisch gesehen einer. Also, auch einer. Ah, okay. Wobei eigentlich Big Daddys geben ziemlich viel Knete. Also eigentlich könnte ich ihn schon töten, weil der letzte war echt sauschwach. Beziehungsweise er hat mir nur einmal ein halbes Leben gemacht. Aber wartet mal, da muss ich ja tatsächlich hin. Ja, ich glaube, wir töten ihn jetzt trotzdem, so leid es mir auch tut. Bro. Brozikowski. Aber... Stand gerade da, dieser Big Daddy hat keine Little Sister, das musst du vor deinem Angriff überprüfen. Okay. Oh, ich hab... Alter. Das ist ein bisschen nervig, dass dir einfach der Angriff abgebrochen wird, wenn du... Moment mal, warum zeigt der Pfeil jetzt auch in die Richtung? Der hat doch gerade dahinter gezeigt, what the fuck? Hä? Der doch legit gerade darin. Ach so, man kann beide Wege gehen, lol. Wenn ein Stück in... Ah, wenn du ein Stück in die Richtung gehst... Ah, okay. Das gefällt mir jetzt aber eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Ich hab's lieber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist zu spät fürs Hacken, oder? Ach so, nein, ich habe die Auto-Hack-Pfeile, nevermind. Ne, jetzt habe ich komplett vergessen, was ich gerade sagen wollte. Nevermind, ihr wisst es schon. Lol, was ist... What the fuck? Hat die die ganze Zeit Granaten geworfen oder was? What the fuck? Okay, sammeln wir erstmal mehr Adam. Genau. Und dann brauchen wir nur wieder einen Lüftungsschacht und einen Automaten, einen Plasmid-Automaten. Was, weil wirft da die ganze Zeit scheiß Granaten? What the fuck ist hier los? Was ist das für eine komische Musik? Soll ich mal das MG benutzen? Hä, hey, was? Ach, da ist so ein geschütztes Granatenwirft, oder was? Stimmt, ich glaube, da gab es welche im ersten Teil. Stimmt. Aber wo steht es? Irgendwo da hinten. Oh, lol. Ey, fuck you! Niemand tut meinem Daddy weh, das sage ich auch. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Was, finde einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn? Okay. Das Blutgesplatter in dem Game ist so übertrieben, weil meistens ist einfach überhaupt kein Blut und dann plötzlich der ganze Bildschirm rot. Ah, passt, 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 fertig, fertig. Puh. Sehr schön. What? Na, das ist nicht verbündet. Was ist das? Da hinten schießt einfach irgendwas mit scheiß fucking... Ah doch, das ist so ein Kackgeschütz. Jetzt einen Auto-Hack-Pfeil dafür benutzen.
Lol. Aber das hat einfach die ganze Zeit durchgeschossen, ohne dass irgendwie es auf dem Gegner das abgesehen hatte. Strange. Ist schon wieder einer? Biatch. Ah, der Lüftungsschacht ist ja direkt hier. Lol, den habe ich gar nicht gesehen. Retten wir sie wieder. Wir haben ja gesagt, wir retten die jetzt immer. Oder naja, was heißt immer? Wenn wir mal dringend Adam brauchen, vielleicht auch nicht. Aber jetzt erstmal retten wir sie auf jeden Fall. Und wie viel haben wir jetzt? 170, okay. Gern geschehen. So, jetzt schauen wir nicht wieder hinter den Rock. Wir sind ja nicht pervers. So, wir haben auch mittlerweile wieder 300 Dollar. Parscht. War ich hier schon drin? Nee, komme ich nicht rein. Eine Big Sister ist fast da, macht dich be- Oh mein Gott. Oh, schnell zu meinem- Was? Oh oh. Oh oh, geschütz- Beschütz mich! Beschütz mich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! No, 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 no. Geschütz, beschütz mich! Oida, nice. Ich hab Roboter. Ich hab Geschütze. Ich hab Bots, Kampfbots. Ha! Easy Game, Alter. Big Sister. Deine Mom ist eine Big Sister. So, hier kommt man anscheinend nach oben. Oder auch nicht. Ich dachte, man kann jetzt da überlaufen. Ah, da ist ein neuer Big Daddy. Holt er sich gerade eine neue... Der holt sich gerade eine neue Little Sister. Die können wir uns direkt abholen. Nice one. Oh, Jesus Christus, Alter. Für Eleanor und für die Familie. Für Eleanor, deine Mutter heißt Eleanor. So, danke. Ich bräuchte mal wieder... Jetzt, ich habe die ganze Zeit Verbandsresten gefunden, als ich 5 hatte. Und jetzt habe ich keinen mehr und jetzt finde ich keinen. Jetzt habe ich nur noch 2 und jetzt finde ich keinen mehr. Das ist wieder so typisch. Das ist echt typisch. Okay. Hier kann man rübergehen. Ey, das ist einfach zu verwinkelt, weil jetzt bin ich plötzlich wieder richtig hier. Das ist mein Mannskasten. Jetzt bin ich plötzlich wieder richtig. Was voll komisch ist, weil ich bin die ganze Zeit eigentlich in die falsche Richtung gelaufen. Nein, ich will eigentlich gar nicht weiter. Ich wollte den Big Daddy. Das ist sehr verwirrend, muss ich sagen. Oder das heißt sehr verwirrend, aber es ist sehr nervig, dass irgendwie alles in die richtige Richtung geht. Aber irgendwie alles halt doch falsch ist. Nice, noch ein Verbandskasten. Alter. Fappt der Typ gerade, oder was? Ah, ein Tagebuch. Nicht unwichtig. Weißt du noch, was du mir mal gesagt hast, Bill? Ein Marktplatz der Ideen. Das wärst du. Wenn ich mich auf die Debatten mit Lam einlasse, machen wir sie unschädlich. Ich habe es getan. Und warst du mal in Pauper's Drop, Bill? Nope. Hör mal. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Nicht aus, dass sie den Big Daddy angreifen. Wenn jetzt hier noch so ein Fettzeug ist, weil so viel Verbandskasten habe ich nicht. Aber der hat wieder keine Assist. Oder der hat keine bekommen, sagen wir es mal so. Oh nice, noch ein Tagebuch. Gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Ach, hier geht's schon wieder weiter. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lam vor und ich soll... Ah, oh, nein, geht's nicht. Da geht's... Ah, da hätte man auch lang gehen können. Lam insgeheim eine Kommunistin ist. So eine okay. Art Undercover-Agentin. Ich mach mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lam. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder... No, 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 no. Erschlag doch! Lol. Brute Splicer Forschungsbonus. Neue Fähigkeit Bora-Sprung. Vernichte deine Gegner mit diesem verheerenden Sprungangriff. Lol. Dann muss ich nur springen dafür, oder was? Du bist ja ein richtiger Profi. Alter, 448 Dollar. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Ah, fuck, jetzt habe ich es weggedrückt.
Na gut, aber was will ich hier eigentlich noch? Kann ich mir eigentlich hier nicht... Ich kann mir hier keine Little Sister holen, gell? Ja. Das können nur die anderen Big Daddies. Leider. Leider, leider. Verkaufsautomat, eigentlich brauche ich nichts. Überraschenderweise komme ich mal ganz gut aus mit den Verbandskästen, die man findet. Ich sterbe nicht mehr so häufig. Es ist einfach viel zu viel. Jetzt geht's hier plötzlich wieder in die richtige Richtung. Ja, ach so, hier war ich vorhin quasi schon. Bis hierhin bin ich schon gegangen. Ja, das ist so... Ich meine, einerseits ist es gut, weil egal wo du lang gehst, du kommst überall rum quasi, weil alles irgendwie einen Kreis dann im Endeffekt bildet, aber irgendwie ist es auch ein bisschen nervig, weil du quasi nie weißt, okay, muss ich jetzt da lang, muss ich jetzt da lang, soll ich da noch ein bisschen länger weiter laufen? Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Okay. Ist das ein Automat? Funktioniert der noch? Nein. Schade. Stimmt, ich brauche ja einen Automaten und ich brauche anscheinend einen neuen Plasmid-Slot, weil ich bin voll. Jetzt habe ich noch einen weiteren gefunden. LOL. Die haben da fett abgedanced. Alright. Was ist das? Okay. Okay. Na gut, das ist keine chillige Musik. So, hier geht's weiter. Du hättest nicht kommen sollen. You should not have come. Oh, nice. Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. Das Limbo. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Ach so, hier ist eh nichts mehr, Leute. Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Hä? Okay, war auf jeden Fall gut, dass ich hier reingegangen bin, weil hier geht's wirklich tatsächlich mal nicht weiter, aber... Neues Plasmid und neues Waffen-Upgrade, also war nicht unwichtig, dass ich hier reingegangen bin. So, sehr nice. Jetzt haben wir eine Waffe voll geupgradet. Die dürfte jetzt eigentlich schon ganz schön viel Schaden machen. Ist jetzt unbedingt mal ausprobieren mit dem Hitze-Upgrade. Wie Schaden die jetzt macht. Na, an dem lieber nicht. Und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden. Einen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? Ja, habe ich. Ja, okay, irgendwie... irgendwie ist es jetzt nicht so krass geil. Ey! Ach, wow! Die ist außer Reichweite. Oder der. Ja, okay. Leute, wo kommt die denn her, Alter? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, da war ich doch gerade. Irgendwie ist es komisch, weil die Waffe ist jetzt eigentlich überhaupt nicht stärker, als es die am Anfang hatte. Und ich habe aber halt 4 Upgrades dafür gekauft. Also ist irgendwie komisch. Na, wobei es waren glaube ich nur 3 Upgrades. Schaden, Magazinerweiterung und das mit dem Feuer. Stimmt, es waren nur 3. Einkaufswagen. Alter, jetzt hört mal auf, immer mit scheiß Fässern rumzuwerfen. Das ist sau unfair. Vor allem, wie kann... Wow, das war knapp. Wie kann so eine Biatch so ein fettes Fass rumwerfen, wo einfach Öl drin ist, das dann in Flammen aufgeht? Das will ich mal sehen, wie das eine Frau in Real Life macht. Also das, ich meine, gut, es gibt bestimmt viele Frauen, die es könnten, aber eine, die so knochig ist, ganz sicher nicht. Hell no. Hier geht schon wieder fett weiter. Ich würde aber fast sagen, auch wenn es so eine kurze Folge ist, ich habe das Gefühl, dass jetzt ein eher wieder größerer Abschnitt kommt. Und genau, würde dementsprechend sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen, weil ich jetzt auch keine Folge mehr aufnehmen werde. Ist immer, probieren wir so mindestens 2 am Stück aufzunehmen, damit ich auf jeden Fall in der Materie drin bleibe und eigentlich auch fast jeden Tag, weil fürs Wochenende so produziere ich eh immer vor. Also das passt dann eigentlich und wenn ich es dann durch habe, habe ich es halt durch und die Folgen kommen halt noch weiter. Weil sonst, ich finde es halt blöd, wenn man irgendwie einmal aufnimmt, irgendwie so wirklich 6, 7 Folgen. Ich meine, klar, dann bist du gut drin. Aber es ist halt dann irgendwie scheiße, wenn du es dann 1, 2 Wochen wieder später spielst. Jetzt am Wochenende habe ich es auch gemerkt, wegen den Feiertagen, hatte ich auch vorproduziert, habe ich dann
4, 5 Tage wirklich nicht gespielt und dann hatte ich eigentlich keine Ahnung mehr, wo ich gerade bin, was ich gerade machen muss und das ist halt dann auch nicht immer so schön. Deswegen probiere ich es jetzt eigentlich möglichst schnell durchzuzocken und maximal, wie gesagt, ein Wochenende Pause dazwischen zu haben, aber nächste Woche müsste ich es dann eigentlich durchschaffen. Vorausgesetzt, es geht so lange wie der erste Teil, aber ich denke mal schon, dass ungefähr der gleiche Umfang ist und dann müssen wir es eigentlich irgendwann nächste Woche durchkriegen. Genau, auf jeden Fall würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.